Na dann, willkommen zurück. Und weiter geht's, Tobias. Wir sind unterwegs zur nächsten Landungszone. Ich will noch aktivieren. Gibt Erfahrungspunkte. Wir sind jetzt auf der Jagd nach XP. Wir müssen leveln, 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 was das Zeug hält. Am besten auch einen Gegner mitnehmen. Ja, Platz. Ja, wir rennen hier gerade ohne Schild rum, das ist nicht gut. Ich würde sagen, das war's. Steuerfläche eines Kettschiffes. Ah ja. Eines kleinen Kettschiffes. Geht's hier um einen gesammelt? Wunderbar. Können wir auch noch was mitnehmen? Lebenserhaltung funktioniert hier noch, ein Dufter. Mein Vorwärtsantrieb funktioniert nicht richtig, aber das macht er nicht. Ich muss diese Skills ganz schnell ganz weit nach oben bringen. Ich brauche mindestens zwei Level, bevor ich so weitere Monolithen angehen möchte. Oh, hier ist nichts. Oben sind Gegner, okay. Ich muss jetzt nicht zu den Gegnern. Das ist das Wichtige. Ja, war noch ein bisschen kreuzig quer, aber das macht nichts. Das goldene Ödland. Ah ja. Wir geben mal Gas, dass wir auch nach oben kommen. Hier ist ein Transporter. Ah, hier kann man nicht scannen. Schade. Ich dachte, dass wir den hätten scannen können. Leider nicht. Oh, Feinde. Ganz schön viele Feinde. Ja, hier muss ich mal ganz schnell weg. Richtig, richtig schnell. Dass wir die von hier treffen. Sind wir die komplett? Ja, wird das auch komplett. Ja. Ja, mussten wir uns ganz schnell zurückziehen hier vor den Kampf. Die scheinen aber auch nicht zu kommen, die Jungs. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. Vielleicht mal die Jungs mal sauber machen, eventuell zu sehr. Ich hab viel Glück. Den haben wir einmal getroffen. Auf Distanz ist das nicht das Problem. Okay, die Drohne schießt auch ein bisschen blöder. Überreste. Nehmen wir mit, weil ich Chitin kann man ja gebrauchen. Uns geht aber die Lebensenergie aus. Ich muss Lebensenergie aus. Ganz, ganz schnell. Ja, legen wir uns nachher nochmal an mit den Jungs. Definitiv legen wir uns ein paar Mal an mit denen. Wir müssen uns anlegen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie viel XP man bis jetzt hier macht. Ich 40. Glaube, das war's. 40 XP ist ein bisschen zu wenig. Und erstmal Lebensenergie, jetzt muss ich nur hier rechts fahren. Daneben ganz kurz abfahren, eine neue Abwurfzone. Diese Technologie auf Habitat 7 hat den Planeten also verändert?
Wir haben noch nicht alle Antworten. Von der Nexus sollten Sie auch keine erwarten. Sie erhielt ein paar Berichte, dann sind die Ketten aufgetaucht. Da war keine Zeit, fremdartige Tech zu studieren. Aber wie es aussieht, haben Sie es bis zuletzt versucht. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Da kann man auch tanken. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Lebensfähigkeit 11%. Er wird schon komfortabler. Mehr oder weniger. So, ein gewisses Gebiet können wir noch durchkreuzen. Vielleicht hat es dann auch ein Übel. Vorne können wir scannen. Datenschlüssel, Technikexperte Aman Kutari. Getötet von dem, was er erforscht hatte. Die Todesopfer aus beiden Außenposten müssen alle schwer belastet haben. So, jetzt auch nicht so viel Stress. Das war so viel wie nur möglich. Warum ist denn hier lang? Naja, so viel hatte weniger. Komm. Ja, staut sich manchmal ein bisschen blöd, das Ding. Ja, schaffen wir schon noch, wie ich das mit dem. Denn das, was wir jetzt brauchen, sind einmal Gegner. Was sollte das gerade bei dem Kampf? Das war ein Flankenangriff. Ihre Schilde waren leer. Es sind Schilde. Treffer machen sie leer. Dafür sind sie da. Riskant. Unverantwortlich. Ich lasse mir von Ihnen gerne eine Lektion in Verantwortungsbewusstsein erteilen. Was soll das denn heißen? Behalten Sie Ihre Beurteilungen für sich. Ich, sonst geht's Ihnen genauso. Dieser Kampf brachte uns... Naja, zu wenig. Einfach zu wenig, wir brauchen mehr XP. Viel, viel. Vorkommen. Auch nicht schlecht. Ein paar Relikte. Unbewaffnet. Sonst gibt's hier leider nichts. Ah. Vielleicht wäre es besser, die Quest auf Nexus abzugeben. Und den Mörder. Mal schauen, dass wir da irgendwas machen können. Mal kurz gucken, was haben wir denn an Quests? Entwicklung, Forschung. Ah, da. Ressourcen des Gebietes. Bürger sammeln und eine Waffe herstellen. Ja? Verschwundene Wissenschaftler. Verschwundene Wissenschaftler finden Bergung der Toten. Das Sphärenmodell. Das Terminal zugreifen haben wir gemacht. Haben wir auch gemacht. So, Helios-Aufgaben. Abgeschlossene Mission. Helios-Aufgaben sind auf EOS nur das Geheimprojekt. Das ist aber jetzt noch zu stark, das sehe ich jetzt schon. Das ist noch zu stark. Hier drin noch ein bisschen leveln. Ich weiß, dass da hinten ganz viele Gegner abgeschossen werden. Genau das muss ich jetzt machen. Das geht von etwas langweiliger Part. Der geht nur, ja, Erfolg lang. Denn XP heißt das Zauberwort. Die Geißel hat diese Reliktstätte möglicherweise destabilisiert, Pathfinder. Was schon gemacht? Hier waren wir schon. Okay. Jo. Oh. Interessanter Jump war das gerade. Es ist eine merkwürdige Vorstellung, dass sich alles, was wir hier sehen, verändern könnte, wenn wir Erfolg haben. EOS könnte endlich so sein wie in den Goldene Welten-Broschüren. Ich habe einige von ihnen behalten. Es war schwer, sie sich anzusehen, nachdem Anlage 2 gescheitert ist. Wir werden es hinkriegen.
Ein Pathfinder genügt, um alles zu verändern. Ein Pathfinder. Setz mich noch ein bisschen mehr unter Druck, Liam. Und ganz klein wenig. Ich würde mich freuen. So, das ist meine Abbordrohne. Die baut hier in Alu ab. Da sind gerade Cat gelandet. Wir sind im Kampf mit ein paar Relikten. Ich glaube, das war's. Noch mehr von Pibis Relikten. Die Geißel. Könnte gefährlich sein, aber wir sollten es überprüfen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nicht keine Lebenserhaltung mehr. Klasse. Ich konnte zwar gerade so zum Auto rennen, das bringt uns aber nichts. Ich muss jetzt nämlich zurückrennen. Das bringt mich immer. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Jetzt muss ich ganz, ganz schnell Lebensenergie holen. Noch Waffen da auch mal dahin fahren und dann die Jungs dann endgültig finishen. Das ist ja, jetzt sind wir gerade auf Kämpfer aus. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ah, da gehen wir nur down und die Lebenserhaltung wiederhergestellt. Aber das wird noch ein paar bisschen dauern, das ist das Problem. Was können wir da bauen? Reliktstätte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Hudus? Klingt irgendwie unheimlich, oder? Hudus. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Dort vorne sind Cat Pathfinder. Ich rate zur Vorsicht. Ja, genau so suchen wir doch. Geht völlig down hier bei mir. Das hört sich schon richtig bitterböse an. Verdammt, wir brauchen XP und zwar so viel wie nur möglich. Dazu brauchen wir eigentlich Quests, aber da brauchen wir noch zu wenig. Warnung. Oh, extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Hierhin kann ich gar nicht fahren. Zu Strahlenbelastung. Egal wie ich es drin wende, die zwingen mich tatsächlich zu diesen Monolithen hin. Ich meine, ich muss fahren. Ich kann mich nicht. Aber das ist jetzt noch zu früh. Viel zu früh. Weil ich bin noch unterlevelt. Meine Jungs sind noch unterlevelt. Das kriegen wir nicht hin. Ah, hier war das. Okay. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pathfinder. Datenpad, Forschungsnotiz von einem Kerl. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Finden Sie die anderen Datenpads. Na dann gehen wir raus und finden andere Datenpads. Wir müssen aber schon wieder heilen, weil die Hälfte unserer Lebensenergie ist schon wieder down. Das ist ein bisschen stressig. Wäre nicht so stressig, wenn wir die Dinger da in Gang bringen. Aber genau das ist halt stressig, die Dinger in Gang zu bringen. Weil die sind meist umkämpft. So, hier kann ich die Lebensenergie tanken. Her damit. Oder Lebenserhaltungssystem nach oben bringen, besser gesagt.
Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Wunderbar, schauen wir das ein bisschen hin. Ein paar Sachen finden, die so relativ unentdeckt sind hier. Da ist das Geheimprojekt, das können wir jetzt nicht machen. Das geht nicht hier, das ist eine Reliktstätte. Vielleicht finden wir hier draußen noch eine, mal gucken. Ja nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber unter Umständen können wir hier etwas finden, hier außen. Obwohl ich ja glaube, dass dann sofort von links da oben springt. Die Strahlenbelastung. Ja. Da haben wir keine Chance zu überleben. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie das können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das ich registriere nichts. Eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja. Bei der Strahlenbelastung bedeutet das auch nichts. Das ist eine Wahnsinnsstrahlenbelastung. Das ist meine 50 ms pro Sekunde. Das ist ja. Jetzt würde man neben einem radioaktiven Reaktor stehen. Das ist genau dasselbe. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Fand ich hoch. Jetzt geht noch. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Das ist ja sehr gut. Hammer. Macht auch wirklich wenig Schaden. Schadenwetter. So. XP. Ja, noch 615. Gab uns knapp 200 XP der Fight. Ja, das ist nicht schlecht. Wir brauchen mehr. Mehr als 200 XP wir brauchen. Das heißt, drei solche Fights und wir haben es geschafft. Dann sind wir durch. Dann haben wir zumindest das nächste Level. Verdammt, wir brauchen die Level. Die Halt komplett nach oben geht. Hier wird gerade gekämpft. Wir holen schnell Lebensenergie, gehen dahin. Machen die uns fertig. Den XP. Alle Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Wir wollen das ballern, das macht schon Spaß irgendwie, solange der Decken hat. Aber ja. So ein Strahlengebiet zu kämpfen, das macht wiederum keinen großen Spaß. So, hier wurde gerade gekämpft. Hey, hier waren gerade Gegner. Keine Gegner. Da waren ja gerade noch welche. Wir haben gerade hier geschossen. Wo sind die Spuren hin? Ich höre einen Raumschiff, brauche ich Sieg 1. Ich hab eine Anschlussstelle.
Sie haben also keine offizielle Kampfausbildung und ich verlasse mich darauf, dass Sie mir den Rücken decken und den Pathfinder? Nein. Ich bin nicht auf einem Stuhl sitzen geblieben, während mich jemand mit einer beschrifteten Waffenrisszeichnung bedroht hat. Das ist nicht mal geistreich. Ich habe kämpfen gelernt, weil es eine Frage des Überlebens war. Und das, Überraschung, ist auch die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Offiziell ausgebildet also nicht, aber gut vorbereitet auf das, was uns erwartet? Absolut. Hammer. Ja, ich schieße ein bisschen schlecht. Aber für den reicht's noch locker. Der hat jetzt gerade mein Auto zerstört, oder? Das hab ich doch. So, Kühlfasern. Ja, na, da kann man auch sehen, irgendwie muss man Audiolog. Hier sollen ja Audiologs rum sein. Rumliegen, in etwa. Da kann man auch nicht scannen, also sich keine Forschungspunkte holen. Das ist ja. Schauen wir mal ganz kurz. 100 XP gerade mal. 100 XP und das ist alles. Nun gut, dann viel Spaß euch und bis zur nächsten Folge. Ciao.